Kontext und Fokus sind entscheidend. Das erfahre ich im Moment und das möchte ich, darüber möchte ich sprechen. Es gibt ja auch diese spirituellen Konzepte und das auch das, was ich immer wieder sage, lass deine Ziele los, lass deine Vorstellungen, alle Konzepte und gib dich hin dem Fluss des Lebens. Und jetzt vertrete ich ein Konzept, das heißt, wir brauchen den Fokus und wir brauchen ein Kontext, um aus unserer Geschichte hinauszukommen. Und dann können wir auch tatsächlich uns dem Fluss des Lebens hingeben. Aber zuerst müssen wir wieder die Führung unseres Lebens übernehmen, selbst bestimmen, aktiv sein und nicht mehr in einer passiven Haltung, die über sich ergehen lässt und die fremdbestimmt ist. Zuerst braucht es wirklich dieses Ich nehme mein Leben wieder in die Hand, die Zügel, die Steuerung meines Lebens, ist Selbstregulation auch. Bevor ich mich quasi dem Fluss des Lebens hingebe und mich ein Stück weit treiben lasse. Und um da rauszukommen aus unserer Geschichte, um nicht ständig dieses Leid zu wiederholen, braucht es einen ganz speziellen Fokus. Das ist mir jetzt so klar, wie sonst nie, es mir vorher nie klar war. Ich habe mich die letzten Tage sehr stark, ich habe schon mal erzählt, wieder mit Trauma beschäftigt, mit transgenerationalen Trauma-Weitergabe und habe gemerkt, da wo der Fokus hingeht, da geht unsere Energie hin, ganz klar. Und da wird es mehr. Und ich bin wieder voll in meine Geschichte eingestiegen. Ja. Und dann... Und natürlich dann auch in die Identifizierung damit. Und dann sind so alte Geschichten wieder gekommen von Glaubenssätzen und wo ich echt gedacht habe, oh, ja, ich dachte, jetzt ist es eigentlich gut. Und dann habe ich ein Tagesseminar gegeben und auch da habe ich Ähnliches erlebt. Also einmal, wie ich meine Energie verloren habe. Und dass ich eigentlich hingehe zu einem Seminar und es ist egal, ob es jetzt dieses war oder ob es anders ist, mir schon öfters passiert. Ich gehe zu einem Seminar voller Freude und Elan und will eigentlich spielen. Ich will Spaß haben, ich will Freude haben. Und dann kommen Menschen, die wollen Heilung. Und was ich immer wieder erlebe, wenn wir in unserer Geschichte sind, und dann sind wir immer im Mangel. In dieser alten Welt sind wir immer im Mangel. Dann kommen die Menschen und sagen, ich will diese Blockade lösen, ich will dieses Stimmproblem lösen. Also immer in diesem Bewusstsein, dass das noch nicht da ist. Aber es stimmt nicht. Wenn wir glauben, dass wir etwas nachholen können oder dass wir eine Erfahrung nachholen können, dann glaube ich, es ist eine Illusion. Wir können nichts nachholen, weil es ist schon alles da. Also was mir immer klarer wird, ist, dass wir, so wie wir sind, vollkommen sind. Es braucht nichts. Außer Erinnerung, dass es eben so ist. Und wenn ich jetzt mit den Menschen arbeite und Räume eröffne und Räume halte und eben dieser Wunsch da ist, dieses Problem zu lösen oder jenes aufzulösen, dann ist es wie wenn ich Löcher stopfe.
und ich gebe da Energie rein und ich werde immer müder. Und ich bin dann am Abend bei so einem Seminar, bin ich platt. Weil ich natürlich das unterstütze, ein Stück weit, dass ich Menschen darin unterstütze, in dem Glauben, dass ihnen etwas fehlt und dass sie etwas nicht haben. Das stimmt aber nicht. Das heißt, ich kann mit denen Räume halten, Räume eröffnen, Beziehungsarbeit machen. Die machen Erfahrungen und ich habe das Gefühl von nimmer satt. Ich kann ein Loch nach dem anderen stopfen, es wird nie genug sein. Und ich kann in dieser alten Welt, in dieser Geschichte, in unserer Geschichte, in diesen alten Systemen nichts verändern. Ich kann in meiner Geschichte auch nichts verändern. Und es ist ganz anders, wenn ich den Fokus verschiebe. Wenn ich mit dem künstlerischen Ausdruck arbeite, dann arbeite ich anhand eines Kunstwerks, anhand eines Liedes, einer Improvisation zum Beispiel. Der Fokus liegt auf etwas Schönem, auf etwas Vollkommenem. Und wenn ich jetzt mit jemandem daran arbeite, am eigenen Ausdruck, am eigenen Selbstausdruck, an der eigenen Wahrheit, dann steht am Ende das Kunstwerk und nicht, ich habe das Problem gelöst. Das ist was anderes. Und ich kann wirklich sagen, dass die Menschen aus ihrer Geschichte hinauskommen. Und irgendwann selbst dieses Kunstwerk sind, was sie vorher schon waren, aber nicht wahrnehmen konnten. Sie werden dann zu diesem Kunstwerk. Und dann ist mir klar geworden, dass Dr. Joe Dispenza genau das Gleiche macht mit seinen Meditationen. Ja? Er hat, also wenn wir diese Meditation machen, dann ist es ja so, wir haben eine Vorstellung von uns, wie wir gern sein möchten, wie wir gern leben möchten. Und malen das aus und haben diese inneren Bilder, wie wir dann leben und erschaffen uns eigentlich eine eigene Welt. Und dann geht es darum, das auch zu fühlen, was wir da sehen. Sonst kann sich da nichts neu programmieren. Weil über den Körper, über die Erfahrungen, die wir dann machen in dieser neuen Welt, da werden dann neue Synapsen gebildet. Und wenn wir das oft genug und lang genug machen, dann kommt quasi das, was wir uns vorstellen, was wir uns wünschen, tritt dann ein in unser Leben. Und wir tun ja so, als ob schon eingetreten ist, aber dann kommt es tatsächlich zu uns. Wir erschaffen uns eine neue Realität, eine neue Welt. So sagt er das immer. Und das geschieht letztendlich in der Arbeit am künstlerischen Ausdruck oder über ein Kunstwerk auch. Ja, wir werden dann quasi zu diesem Kunstwerk, wie bei Dr. Joe es auch so ist, dass wir dann zu diesem Leben werden, was wir uns vorstellen und was wir uns wünschen. Das heißt, es ist durchaus ganz sinnvoll und wichtig, da ein Ziel zu haben und eine Vorstellung zu haben und einen Willen zu haben. Und zu sagen und zu überlegen, was will ich? Wohin will ich? Wer will ich sein? Um aus diesem alten Ding rauszukommen, aus dem Leid und aus dem Mangel. Und wenn wir da sind, dann fängt sowieso erst das neue Leben an. Dann geht es irgendwann auch darum, sich wirklich von dem Leben führen zu lassen, sich dem hinzugeben. Aber zuerst braucht es Durchhaltevermögen, Willen und Fokus, Ziele.
Und was da passiert, ist, dass wir in Kontakt kommen mit einer Schwingung, mit eigentlich mit der Urschwingung des Kosmos mit. Bei Dr. Joe, der spricht ja immer vom Quantenfeld oder vom Nullpunktfeld. Ja. Je mehr wir in dieser Kohärenz, also je mehr unser Herz und unser Kopf kohärent sind, gleich schwingend sind, desto näher sind wir dem Nullpunktfeld. Und desto schneller, je näher wir dem Nullpunktfeld sind, desto schneller wird das erschaffen, was wir uns vorstellen. Und dann werden wir quasi zu diesem Quantenfeld, beziehungsweise das Quantenfeld mit diesen hohen Frequenzen, mit diesen Schwingungen, die da drin sind, das ist die göttliche Schwingung. Und dann kommen wir in den Kontakt damit. Und das ist das, was alles verändert, was alles wieder in die Regulation bringt, in die Heilung. Und deswegen geschieht bei Dr. Joe ja so viel Heilung. Da kommen ja schwerkranke Menschen mit Krebs und weiß ich nicht was. Und wenn es dann zu einem immer näheren Kontakt zum Quantenfeld kommt, zu dieser göttlichen Schwingung, dann geschieht Heilung. Und das, wenn ich mit dem Kunstwerk arbeite, am Kunstwerk, dann ist das quasi, für mich ist die Kunst, repräsentiert den göttlichen Funken, diese hohe Schwingung. Dann kommen wir auch in Kontakt mit mit dieser Schwingung, die dann alles wieder in die Regulation bringt. Das ist die Arbeit mit der Kunst, so wie ich sie verstehe. Und deswegen finde ich, es braucht am Anfang, um da rauszukommen aus dem Mangel und aus diesem Bewusstsein, einen Fokus, einen Kontext, einen Willen. Es reicht nicht zu sagen, wir machen Stimmarbeit und wir eröffnen Räume und es geht um Beziehung und dann schauen wir, was sich entfalten lässt. Sondern es braucht den Fokus eines, es muss etwas Positives im Fokus sein, etwas, was funktioniert, was wir uns wünschen. Und das ist in meinem Fall das Kunstwerk. Bei Dr. Joe ist es auch ein Kunstwerk letztendlich, weil wir ja alle selbst Kunstwerke sind, ist es aber eine Vorstellung von einem Leben oder von etwas, wie wir gern sein möchten. Und wenn wir das erreicht haben, dann treten wir sowieso nochmal in ganz andere Dimensionen ein und Möglichkeiten und Potenzialen. Dann fängt eigentlich erst an, das Potenzial sich richtig zu entfalten. Und dann wird die eigene Energie sich immer weiter erhöhen und sich ausbreiten ohne Ende. Also dann werden wir auch von der Energie des Kosmos gespeist. Also das ist, dann haben wir da Zugriff dazu. Also um in eine höhere Schwingung zu kommen und in eine höhere Frequenz, muss der Fokus auf etwas gerichtet sein, was schön ist, was funktioniert, was positiv ist. Und es ist bei mir eben die Arbeit am künstlerischen Ausdruck anhand eines Kunstwerks. Und da gibt es, wie gesagt, unterschiedliche Möglichkeiten. Ich mache das so. Das heißt, ich werde in Zukunft auch meinen Fokus in meiner Arbeit so darauf richten. Und wenn alle in diesem Sein sind, sage ich jetzt mal, die Geschichte hinter sich gelassen haben, immer mehr, und im Vordergrund etwas anderes steht, ja, dann ist alles möglich, dann ist auch eine wunderschöne Musik, gemeinsame Musik möglich. Und aber zuerst braucht es diesen Switch. Im Grunde könnte man sagen, vom Mangel in die Fülle, das sind ja so platte Begriffe, vom Schatten ins Licht, wie auch immer.
oder wir sagen von der Trennung in die Verbindung, oder im Grunde geht es um das Sein, in die Frequenz des wahren Seins einzutauchen, darum geht es. Und das kann die Kunst so wunderbar bieten. Wenn wir künstlerisch wirken, dann können wir nicht denken und dann können wir auch keine Angst haben. Wenn wir singen, können wir nicht gleichzeitig Angst haben, zum Beispiel. Und Angst gehört zu unserer Geschichte. Okay, das wollte ich sagen. Das finde ich ganz, ganz zentral und ganz, ganz wichtig, dass der Kontext und der Fokus entscheidend ist. Also es reicht nicht zu sagen, ich mache Beziehungsarbeit über die Stimme. Wir spiegeln uns im anderen. Weil was spiegelt sich denn da? Wenn jemand noch ganz weit von sich und dem Leid ist, dann spiegelt mir das das Leid. Ich brauche einen Fokus. Und ich brauche eigentlich die Beziehung. Und das fand ich so schön, das sagte Dr. Joe. Eigentlich geht es um die Beziehungsarbeit zu diesem Nullpunktfeld, zu den göttlichen und diesen Frequenzen. Genau, darum geht's. Zu etwas, was höher schwingt. Und einfach so, sage ich jetzt mal, Stimmarbeit zu machen, ohne diesen Fokus, holt uns nicht raus aus unserer Geschichte. Und es geht ja darum, dass wir wieder zu bewussten Schöpfer und Schöpferinnen werden. Und dass wir erkennen, dass wir machtvoll sind. Genau, das war's. Bis dann, tschüss.